Wenn man mal drüber nachdenkt, spricht eigentlich gar nicht so viel fürs Nüchternsein. Tag, Leute, ich bin's wieder. Der Typ, der von deiner Mutti unter den Tisch getrunken wird. Dann hat man auch keinen schönen Tag. Können wir bald Lockerungen erwarten? Ein Satz, der aktuell durch alle Nachrichten zirscht. Zirscht? Ich hab mich schon gefreut, aber dachte mir, ist das eigentlich so angenehm? So ganz ohne BH. Du Schlingel. Aber dann ging es doch wieder um die Corona-Maßnahmen. Karl, was habt ihr denn so Schönes besprochen? Hallo, Ola. Naja, also hier kann man also wahrscheinlich, also, naja, also 2G und 2G plus. Ah, fantastisch. Schmeckt. Was noch fantastisch ist, sind Horror-Games alleroberster Güteklasse. Genau, die es auf meinem Channel nicht gibt. Wobei, Psych geht eigentlich. Alex, it's me. Please open the door. Würde ich, hab die Kontrolle über meine Gliedmaßen nicht. Ah! Nein, ich habe keine Pizza bestellt. Warum? Da ist jetzt vor einigen Wochen schon das Chapter 3 rausgekommen. Ich dachte erst, wir haben Chapter 1 gespielt, aber ja, vielleicht haben die sich auch verrechnet, keine Ahnung. Wir sehen schon ein Geistermädchen im langen Gewand, läuft direkt gegen eine Tunnelwand, wie die das eben so machen. Und ich freue mich darauf, auf jeden Fall mal reinzuzirschen. Dann hat man auch einen schönen Tag. Seth, spiel mal wieder Psych. Psych ist echt mein Lieblingsspiel. Time is it. Hm? Oh. I should get up. Ja. Wie war das alles nochmal? Okay. Okay, ich verstehe schon. Keine Fragen vom ersten Kaffee. Ich hab's kapiert. It's Sam's birthday today. That's perfect. I can pick her up from school later on. Cool. I should call her to congratulate her. Was ist geschehen in Chapter 1 und 2, als wir vor einer Weile ja wohl gezockt haben wollen? Also wir sind aus einer Nervenheilanstalt entlassen worden, nachdem wir kurzerhand mal mit unserer Karre in die hiesige Flora und Fauna eingerastet sind. Da hatte sich zu dem vorhandenen Dachschaden auch noch irgendwelche Umstände am Gehirn ergeben. Dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, uns nachts mit unserer Schwester im Park zu verabreden, aus unerfindlichen Gründen. Haben dann Momos hässlichen Cousin betroffen, der angefangen hat, uns mit Popeln zu beschnäpsen. Und dann sind wir aufgewacht, jetzt hier an der übelsten Butze. Draußen auf dem Parkplatz chillt wahrscheinlich noch der Mustang. Wir spielen die Vorgeschichte. Das heißt, wir werden auf dem Weg zur Schule von Sam, um sie abzuholen, schwerst verunfallen. Da freue ich mich ja schon drauf. Okay, jetzt muss ich sie anrufen, zum Geburtstag gratulieren, zugeben, dass ich schon besoffen bin. Und dann wird sich alles Weitere, glaube ich, hier für uns in die Wege leiten lassen. Hey Sam, ich feiere schon. Gab ja wenig Gründe, die dagegen sprechen. Seems to be busy. I'll try again later. First of all, I need a coffee. Alter, der ist so nett, das macht mich aggressiv, Alter. Damn, auch noch vor dem ersten Kaffee. Was ist mit dem? Der hat wirklich irgendwas eingeschmissen. Guck mal hier. Okay, Kaffeetasse? Ja? Ich bin ein Experte auf diesem Gebiet. Ich weiß, wie es funktioniert. Die Spannung steigt. Na, oh, warte mal. Mein Telefon. Ah. Here's the birthday girl. Ja, geh ran. Moin, Meister. Good morning, Alex. You called. What's up? What do you think? Ich bin gerade im Bergbau, hörst du es nicht? Wait. I'll sing it for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sam. Happy birthday to you. Ich springe bitte aus dem Fenster. Mach hin, mach das auf. Thank you so much, Alex. I really didn't think that you would sing for me like that. Hey, what's that supposed to mean? I can congratulate you again next year via Messenger. How about that then? Come on, that was really sweet. Thank you very much. Say, did I by chance leave my backpack in your house recently? I can't find it and school is starting soon. Oh, when we saw that new movie. Ja, da hat die Katze dran gepinkelt. I can have a look. Hang on. Ist das ihr Backpack hier? Got him. Do you want to come pick it up before you go to school? Great. Yes, I'll be there in about 20 minutes. Sounds good. Oh, I also have a little surprise for you later. No, happy? After school, we can walk to Mum and Dad's. Or rather, drive. Wait a minute. You didn't. No way. Well, you'll see in a minute, birthday girl. Oh, der hat das Auto neu, glaube ich. Aber ist das die Überraschung? Hey, happy birthday. Ich habe mir ein neues Auto gekauft.
wäre voll asozial. Würde aber zu einem Mustang-Fahrer passen. War ein Joke, Leute. Okay, ja, entweder ist es der Anfang von einem Horrorgame oder von einem sehr weirden Erotikfilm. Man weiß es noch nicht. Ich lasse mich auch wie ihr durchaus überraschen. Sauf das. Ex, Alter. Ex oder BMW-Fahrer. War ein Spaß. Check your mails, okay? Ach so, die richtigen, nicht die digitalen. Es ist noch 1912, Alter. Cool. I still can't believe this dream is finally coming true. Sag ich doch. Ich meine, Versicherung, bla bla, der rumpelt eh gleich durch den Graben, oder? Der braucht was anderes. Also hätte er sich mal lieber ein Fahrradhelm mitgenommen oder sowas in der Art. Okay, Basic Salary 3.300 Euro oder 3.800... Wait, 3,8... Was ist das mit Dogecoin, Alter? Wait. Ach so, der hat das geteilt, sein Gehalt, oder was? In Dogecoin ausgezahlt? Was? Ja, aber verdient nicht schlecht, ne? Also, da kann man schon mal so ein Mustang fahren, Alter. Bis zum Limit. Dear Sir or Madam. Ach, whatever. Ist nur Lückenfüllerei, glaube ich, Alter. Ah, wait. This is getting worse lately. Oh, der hatte das schon vorher gehabt. Alright, das war mir nicht bekannt. Das hat sich durch den Unfall scheinbar noch verschlimmert. Weiß nicht, ich könnte mir so ein bisschen Armani unter die Zunge sprühen. Vielleicht hilft das auch. Oder wo sind die Pillen? Oh, ja, gut. Lecker, hau sie dir alle rein. I think I should lie down for a moment. Wenn du dich hinlegen musst, nachdem du Medizin genommen hast, solltest du nicht unbedingt danach Auto fahren, aber was weiß ich schon. Das Ding ist, der wollte eigentlich Sam abholen, ne? Oh Mann. Am I dreaming? Gut. Part 2 des Kapitels, oder? Wenn es das jetzt schon gewesen sein sollte, dann bin ich nicht enttäuscht, Alter. Ich hatte sehr viel Spaß, muss ich sagen. Komm. What happened? Was ist nur passiert? I have to call Sam fast. Oh, wir sind wieder im Park. No, ach, my battery's dead. Das war ein Backlash. Ein Backspace, ein Back, wisst schon. Flashback, genau. Ja, Flashbang, ja. Was that Sam? Fuck. It sounded like it was coming from the south entrance. Nee, man sagt aber das F-Wort nicht hier. Du bist doch wohl erzogen. Follow the scream towards south entrance. Es wäre so geil, wenn wenn sie immer schreien würde, wenn ich in die richtige Richtung gehe, so. Ey, ich habe Chapter 1 und 2 wurde ich so oft hinters Licht geführt mit Stimmen von meiner Schwester, als ob ich das jetzt noch glaube. Das ist doch nicht mein Ernst. Ja, ich komm schon. Meine Schwester. Ach, aus dem Abwasserkanal, da kann sie sich langsam mal selber raushelfen. Also, ich bin da nun nicht, also... Manchmal bin ich der Mann fürs Grobe, aber da ist es spät. Ich muss auch los. Meine Medizin wartet in meinem Schränkchen. Mein Kaffeeautomat muss abgewaschen werden. Ich meine, Geschwisterliebe, dies, das, aber irgendwo ist auch Schluss hier. Feierabend, Sam. Ich habe auch letztens einen Knoblauchdöner gegessen. Danke, ich brauche keinen Beweis. Wo soll denn hier Sewer sein, Alter? Es ist vielleicht noch keine so gute Idee, vom Weg abzugehen, aber ja. I don't know. Warte mal. Ich höre wieder Geräusche. Das sind aber keine Schreie. Das war wohl das hiesige Wolfsrudel. Man weiß es nicht. Wo geht's da irgendwie rein? Oder was sollte es hier sein? Keine Ahnung, Alter. Ich würde gerne auf das rote Fass schießen. Ist so ein Gamer-Trigger-Point. Ich weiß auch nicht. Da hinten ist jemand. Die Frage ist ja eh, ob der sich das hier alles irgendwie einbildet. Oder, ja, genau. Open the manhole cover at the south entrance. Ach so. Boah, ich sollte das mal lesen. Ich dachte halt, zuhören reicht. Aber das ist nicht immer direkt das, was man machen muss. Okay, hier haben wir den Südeingang. Ich dachte, das wäre in der Nähe von wo ich herkomme, aber... Oh, ich bin da direkt dran vorbeigelaufen. Moment mal. Aber was suchen wir da jetzt wo? Hier irgendwo muss was sein.
Vielleicht da beim Transporter? I need to move this container to be able to open the manhole cover. Oh Mann! Wäre ich hier mal einfach weitergegangen. Oh, let's open it. Yes! Wow, Alter. Der hat sein Fitnesslevel auf jeden Fall nicht verloren. Das gehe ich da rein? No. Come on, Alter, wirklich? Es müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden. So. Na geil. Ja, was habe ich erwartet, ne? Man muss ja auch mal die Location ändern, wenn man vorhat, diverse Chapter zu verkaufen. Ach, das Geistermädchen aus dem Intro. Natürlich. Sams Stimme. Wir müssen ihr folgen. If I don't hurry, I may never see Sam again. Wait, was passiert? Wo ist eigentlich meine Flashlight? Ich wollte es gerade sagen, Alter, ich sehe ja gar nicht mal so viel. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, so. Nicht nur, weil ich keinen Stift habe, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Also diese Demo war halt sehr stark und da habe ich mich auf die Vollversion gefreut. Und ich glaube so ein bisschen, je länger sich das zieht, desto... Es wird halt irgendwie relativ schnell alt. Wisst ihr, was ich meine? Au, Alter, jetzt habe ich mir richtig den Nüschel verbeult gerade. Es tut meiner Gesundheit nicht unbedingt gut, aber naja, ich meine, so viel schlimmer kann es ja eh nicht werden, ne? Oh, cool. Die Barbecue-Saison ist wieder eröffnet. Ja, schön. Wer hat denn das hier für mich vorbereitet? Ich meine, man will ja auch nicht frieren. Das ist klar. Hm? Willst du auch noch was dazu sagen? Nee. Das ist mein kommentiertes Gameplay. Würde ich auch nicht geraten haben, mir dazwischen zu funken, Alter. Why is all this happening? I'm probably just dreaming, right? Das ist halt die Frage. Ob der sich halt alles nur einbildet oder ob er sich seine Schwester einbildet, ob die Schwester bei dem Autounfall gestorben ist, ob Momos hässlicher Cousin existiert oder die Popel, mit denen wir angeschnipst wurden. Es ist alles eine Frage, Alter. Das ist natürlich noch... weiß ich nicht. Also in dem Spiel reizt es mich tatsächlich so ein bisschen. Normalerweise habe ich so... immer irgendwie das Problem, wenn alles vage ist, interessiert mich halt gar nichts mehr. Dann ist mir halt alles egal. Die Charaktere und was mit denen geschieht und so, weil... Ja, whatever, ne? Also, vielleicht träumst du, alles ist eine Metapher. Damn it. I'm coming, Sam. Wait. Aber in dem Fall möchte ich es doch schon irgendwie gerne wissen, was davon jetzt der Wahrheit entspricht und was unserem irgendwie gedamagten Verstand... Hello? Who's there? Wow, du hast ihn ja richtig angebrüllt, Alter. Das hat er bestimmt gehört. Wer ist da? Süß. Ja, aber hast es wenigstens versucht. I can't go limp here. Sam needs me. Ja, reiß dich zusammen, Mann. Das Problem ist, das ist das übelste Labyrinth, Alter. Was weiß ich, wo ich schon lang gegangen bin. Solange der quatscht, ist es halt okay, ne? Dann weiß ich, dass ich irgendwie richtig bin. Hier, den Stimmen nach. Hey, wait a minute. Oh. Don't you think that this guy was just bullshitting us? Wait. Yeah, du bist like a brother to me. How can you say that? Hat doch russische Mitbürger da oben. Warum, Alter? Die reden über irgendeinem... Ha! Wait, das war die Geschichte, die ich in der Zeitung gelesen habe, im vorigen Kapitel. War das nicht diese... Nee, wait. Nee, warte mal, das waren die Nee, da waren so drei Jungs, die haben irgendwas verhindert, dass der Park platt gemacht wird. Das war was anderes, oder? Aber gab es nicht irgendwelche Verbrecher auch? Ach, ich habe so viel von dem Kram gespielt. Ich verwechsel das eventuell. Okay, bye! Aber schön, dass wir uns mal vorgestellt haben. Nee, war nett, ihre Bekanntschaft zu machen. Man, es ist doch halt auch recht einsam hier unten, ja? Außer die Glühbirnen, die sind sehr bemüht, hier für Action zu sorgen. Was mache ich denn hier eigentlich? Door Power? Was für eine Door? Alter, ich sollte nicht einfach an irgendwelchen Schaltern ziehen. Aber okay. Was kann schon passieren? Pff. Au. Die ist recht schüchtern. Da hast du den richtigen Ort ausgesucht, ne? Um dich zu verstecken. Und dann kommt so ein Idiot und belästigt dich hier die ganze Zeit mit seiner Taschenlampe, die er dir in den Nacken strahlt. Ja, ich würde auch die Fliege machen und die Kurve kratzen. Alles recht nachvollziehbar. Hier ist noch ein Schalter. Warum haben die an 85 verschiedenen Stellen Door-Power-Hebel hingebracht?
Oh, drei verschiedenen. Ja, er hat mich leicht verzählt. Fucking ich komme schon. Sam. Keep talking. Parker, yeah, this whole thing wouldn't have happened. Wenn ich im Park Air war? Ja, warum bist du da in der Nacht? Warte mal. Der zeitliche Ablauf ist mir jetzt nicht klar. Der Flashback eben war von vor dem Unfall mit Sicherheit. Er war ja vorher eingewiesen, sag ich jetzt mal, in der Anstalt. Von daher weiß ich nicht. Das muss vorher gewesen sein, genau. Ich will nur die Story richtig verstehen, weil die interessiert mich halt noch. Das Knackern da im Hintergrund, das kann ich getrost ignorieren. Ja, alles in Ordnung. Lade deine Waffe durch, Alter. Du brauchst ein paar Kugeln, um mich zu erwischen. Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Ich meine, Labyrinth-Simulator halt cool und so. Wait. Hä? Das ist nur ein Rundgang. Kann ich da noch irgendwo anders abbiegen? Hier kann ich noch rein. Ja, I'm coming. Nee, kann ich nicht rein, weil die Tür ist zu. There must be another way. Dann muss es noch irgendwo anders einen Durchgang geben. Ja, das ist jetzt nicht wirklich fun und exciting, tatsächlich. Ich will nicht immer so ein Miesmacher sein, aber... Okay, ich muss da irgendwie hoch. Das heißt, eine Leiter besorgen, right? Wo könnte es die denn geben? I don't know. Warte mal. Da muss ich mich ja noch umschauen, man. Ich kann hier nicht mal durch... Ach so, oh. Aber ich kann nicht die Lampe nehmen und gleichzeitig den Stuhl, ne? Ist unmöglich. Kann ich sie mir nicht irgendwie zwischen die Zähne stecken? Das ist super awkward gerade. Der Stuhl wiegt doch 300 Kilo. Rennen unmöglich damit. Vor allem im Angesicht dessen, dass deine Schwester vielleicht gerade ermordet wird oder solche Nebensächlichkeiten. Aber, oh, was weiß ich schon. Komm, hoch mit dir. Schwing den Rumpf da rein. Oh Mann, was eine Spurzkanone. Hep hat er gemacht, Leute. Als Zeichen für seine körperliche Anstrengung. Was werden wir wohl am anderen Ende finden? Noch mehr Höhlen! Super! Schön. Flop. Das Voice Acting ist halt auch echt zuckersüß, Alter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oh, hier. In GTA würde ich hier auch hochfahren, Alter, und einen Kampf von Stunt-Points kriegen, aber sowas von. So, da geht's nicht rein. There must be another way. Nee, da will er gar nicht rein, das weiß er schon. Das steht nicht im Drehbuch, dass er da hin muss. Witzig. Okay, dann gehen wir mal ja geradeaus, oder? Also hier geht's ja sowieso nicht weiter. Alright. My head. What's wrong with me? Du bist in dem Krankenhaus da gewesen. Also, die müssen dir doch sagen, was mit dir nicht stimmt. Entschuldige bitte, aber ich weiß nicht, warum der sich wundert. Okay, was auch immer das ist, diesen Hebel kann ich nicht betätigen. I don't think I should be here. Ich dachte, die haben mich eingeladen zum Kaffee und Kuchen. For the sewers. Och nein. Okay, ja, aber wo muss ich denn hin? Das weiß ich doch nicht. Ich könnte jetzt einfach rausgehen, ne, weiter dann halt... Wie komme ich da einfach geradeaus, Alter? Irgendwie... Quasi rechts? Ich gehe da einfach mal runter. Moment. Ich hoffe, ich krieg das hin. So, da vorne jetzt rechts, right? War es nicht so? Also hier... It smells so bad here. Wenn ich um die Ecke bin. Ja, was erwartest du denn? Chanel Nummer 5 hier unten? Come on. Come on, Alter. Warte mal, hä? Habe ich mir die Karte richtig eingeprägt? Sie ist ein Puffer, Alter. Die pufft halt auch immer. Die steht doch mal rum, doof, und dann pufft die. Deshalb macht das doch dreimal, und dann ist das Shut the fuck. Okay. Also, wenn es da unten um eine Kurve rumgeht, dann muss ich dann gleich wieder legen. Music? Where's it coming from? Warte mal, die Karte. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwie ist das nicht so, wie ich mir das eingeprägt habe. Oh, happy birthday, Sam. What the hell is this? Strange Children Room. Okay, this was haben wir hier? Useful. Oh, ich habe eine Map.
Oh, kann ich nicht irgendwie ein GPS haben oder so? Weiß nicht, so ein Papiergekritzel? Oh. Okay, wo bin ich? Warte mal, Entry, Exit. Und wo bin ich jetzt? Ich weiß nicht, wo ich bin. Warte mal, da ist auch ein Fragezeichen drauf. 2. Ich habe keine Ahnung, wie mir das hilft. Ah! Was war das? Was? Hallo? I'll be right there, Sam. Ist das ein Affenzirkus? Oh nee, Pennywise! No! Nein! Ich kann das nicht lokalisieren, wo das jetzt herkommt. Ich weiß es einfach nicht. Wie geht's weiter? Ich scheine hier auf jeden Fall richtig zu sein. Boah, Alter, keine Ahnung, Mann. Oh. Ich war richtig. Was? Wie hat sie das gemacht? Oh, warte mal. Jetzt weiß ich aber, wo ich bin. Ich bin da unten. Da unten an dem... Okay. Exit. Das heißt, ich muss hier geradeaus. Und dann gleich hier irgendwie rum. Und dann müsste hier eine große Halle sein. Und dann gehe ich hier lang. Und dann dort. Und ein bisschen hiervon. Und ein bisschen davon. Ja, hier geht's raus. Und dann komme ich straight zum Ausgang. Aber es ist natürlich nicht offen. Wie sollte es auch? Kann auch nicht einmal Glück haben. Okay, was haben wir hier? For the workers maintenance valve mechanism. The code ist 0209. 0209. Aber ist das richtig? 209. Nee. 9. Yeah. Alright, die Tür geht auf, aber ich brauche noch... Ich muss irgendwas mit dem Ventil hier machen. Wahrscheinlich aber nicht in diesem Raum, oder? Ich glaube nicht. Okay, das war relativ easy. So. Dann haben wir hier... Ach, da ist auch eine kleine 1 eingezeichnet. Ah! Oh, Alter, schick mich doch nicht! Was zur Hölle? Damn, okay, jetzt wird es irgendwie sehr unberechenbar und gruselig. So, 4 more valves are missing. Oh, nö! Fetch Quest, das Spiel! Och, jetzt muss ich da überall hin? Ich weine gleich. Es könnte alles so einfach sein. Es ist aber nicht. Da ist noch zu. Hier geht's rein. Nice. Okay, ich muss dieses Schalter aktivieren. Aber per Gewicht. Kann ich nicht irgendwas hier nehmen? Kann ich sogar. Wow. Danke dir, Spiel, Digga. Okay, nice. Das hilft sogar. Wer macht denn auch sowas? Wofür, was soll das denn? Also, ne, in so Construction Worker, du musst dich einfach mal in die Lage hineinversetzen, in diesen Verstand? Ich meine, gut, die Luft hier ist wahrscheinlich auch nicht so prickelnd, aber irgendwer muss das halt auch konstruieren und sich denken, ich weiß, für ein Horrorgame wäre das jetzt nice, aber eventuell für die Arbeiter unpraktisch. Gut, hier müsste noch so ein Wheel liegen, ja, genau. Alles klar, das ist Nummer 2 von 26. Who Alex? Is this? You. Yourself. Excuse me? Spreche ich mit mir gerade? What do you mean? Who and where are you? Are you aware of what you've done? Who the fuck are you? Show yourself. Der redet mit sich selber. What the hell was that? Da ist niemand. Also glaube ich zumindest nicht. So, das ist Nummer 2, 3 Stück noch. Okay. Hier steht eine 2 dran. Uff, Alter. Noch dunkler. Oh, Mann. Oh. Bitte geh nicht auf. Dankeschön. Ich bin dankbar über jede Tür, die zubleibt, tatsächlich. Weil das ist ein weiterer Weg, den ich nicht bestreiten muss. Es ist mega dunkel. Habt ihr auch irgendwie so das... Warte mal. Da steht doch eine 2 dran. Fragezeichen. Dafür gibt es halt keine Karte. Das heißt, ich brauche die nicht hier, um mich irgendwie zu orientieren. Hier geht's auf. Das muss ich wahrscheinlich erst ausschalten, bevor es weitergeht.
Zahnrad liegt dir zufälligerweise nicht einfach so rum? I'm getting nowhere here. Ja, genau. Ach Gott! Hier ist ein kleiner Schlüssel. Vielleicht hier? Oh ja! Alright. Wait, was? Was machst du? Oh no, ich muss die verbinden! I guess I need to connect them all together to turn the valve. Was? Okay, let's go. Wo muss das denn alles hin? Moment mal, hier unten noch, ne? So, und dann... Nee, das reicht immer noch nicht. So. Und dann geht das da in den Boden und... Warte mal. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt und wo es hin soll eigentlich. Von da oben? Wenn es da oben reingeht? Moment. Könnte das sein? Und dann hier auf jeden Fall noch, oder? Nee, die scheinen alle korrekt zu sein. Kann ich das jetzt drehen? Nee. Hä? Ah, so. Ja, genau. Alright. Alle connecten. Und jetzt sind die... Jetzt ist das aus, ne? Boah, jetzt finde ich diesen... Jetzt finde ich den Raum nie wieder, ey. Ich glaube halt hier. Dass der immer seine dumme Taschenlampe runternimmt, denn der rennt so doof. Kannst du es mal lassen? Wäre halt voll praktisch, wenn du das halt so einfach mal so nicht machen würdest. Aber was weiß ich schon. Weil hier unten war das, ne? Yep, die Rohre sind aus, Leute. Und hier hinten finden wir noch ein Wheel. Und noch ein Wheel. Kann das bitte nicht einfach da liegen? Ah, dankeschön. Nice, die Gebete wurden erhört. Wait. Was? Stop following me or show yourself already. Don't you remember? What should I remember? The accident. No, I don't remember the accident. You are irresponsible. Oh. Do you know something about the accident? Hello? Answer me. Das heißt, es gibt noch mehr zu der Sache. Okay, das ist tatsächlich interessant. Was? Hier ist jemand. Boah, ich hab's immer im rechten Ohr. Wo? Ist nirgendwo jemand, right? What the hell is this? Oh, ey, das war aber gut. Das war aber tatsächlich echt mal nicht schlecht. Hier war ich auch noch nie. Keine Ahnung, was hier abgeht. Boah, das ist alles so groß. Warte mal, oder war ich hier schon? Aber auch irgendwie so ein bisschen so unnötig irgendwie. So total in die Länge gezogen. Ich meine, ja, im Endeffekt... Nee, hier kam ich raus, right? Oder? Oh, ich weiß es gerade alles gar nicht mehr. Hier geht's noch rein? Okay. I really have to hurry. Hier kriege ich wahrscheinlich noch ein anderes von den Dingern. Och Mann, das ist halt so, ich weiß nicht, diese Fetch-Quests so, du kommst halt da weiter, wenn du den Schlüssel von da holst, dann wieder 5 Gegenstände hier, das ist halt so, irgendwie, das ist so uninspiriert. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ja, wir müssen jetzt unbedingt noch das Chapter machen und brauchen halt irgendwie eine leere Textur, um das erzählen zu können, aber das Gameplay dazu ist halt irgendwie... Meh. Ich weiß nicht. Es latscht sich halt ganz schnell tot, Alter. Wie meine Sohlen hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin oder wie ich zurückkomme. Das ist fürchterlich hier gerade. Hier ist noch eins. Bitte lass mich das jetzt mitnehmen. Dankeschön. Das letzte brauche ich da noch. Das wird wahrscheinlich nicht hier sein, schätze ich einfach mal. Und ich denke mal dann... Ah! Haben wir's. Oh, oh. Oh oh. Ist das der Typ? Bist du wahrlich würdiger Vertreter der Familie Momo? Nein, weiß ich nicht, Alter. Der schlitzt mich auf. Warte mal. Das letzte finden wir vielleicht hier unten. Hier geht's wieder hoch. Why did you do that? Ja, erzähl mir mehr. Stop it already. I don't know who you are or where you are, but stop fucking following me. Do you really think I'm following you? What else? Don't you think you're following me? Excuse me? Das ist seine Stimme. Me,
much better than anyone else does. Then why don't you show yourself? Because I do not exist. How can I understand that? Da geht's hoch. Hey, where are you? Also der... Also ich weiß nicht, so, dann ist es halt irgendwie mein Unterbewusstsein, was mir sagt, dass ich nicht für den Unfall verantwortlich bin. Wenn das dann so ist, wie ich glaube, dass das meine Stimme ist. Aber dann ist die Frage, warum... Ich meine, es gibt ja so Conditions, ne, dass man seine Persönlichkeit abtrennt, um ein Trauma, ein starkes, zu überwinden. Und so, ich sag mal, einen geteilten Aspekt seiner Persönlichkeit hat. Weil man dann immer sagen kann, derjenige hat das erlebt, ich habe das nicht erlebt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt recht, ja, bekannt, sage ich jetzt mal. Das entwickeln halt Menschen zum Selbstschutz. Oh, hier geht's jetzt rein. Ich glaube hier... Wait. Nee, die Tür war offen, die war nicht offen. Tschuh, ich muss erst die anderen gefunden haben, dann gebe ich die mal vorsichtshalber ab. So, und dann holen wir mal noch das letzte hier und dann sind wir hoffentlich hier bald wieder raus. Fixed 4-5 Wolves. Da ist aufgegangen. Oh, krass. For some reason, this whole thing feels so weird. Oh, ach was. Das ist keine typische Wochenendbeschäftigung. Damit hätte ich mich ja nicht das hätte ich ja auch gar nicht erwartet, Dude. Mensch, dem machst du einfach nichts vor. Wenn irgendetwas weird ist, der merkt es, Leute. Lasst es euch gesagt sein. Den wirst du nicht an der langen Nase rum. Der hat den Durchblick. Außer wenn es ums Verschulden eines Autounfalls ging. Aber das klären wir noch. Da sind wir ja dabei. Das ist prima. Should I stay or should I go? Da liegt jetzt, da liegt das Zahnrad. Aber ich komme hier nicht so einfach raus, right? Irgendwas wird passieren. Steht niemand hinter mir? Beim Rausgehen. Wusste ich! What is happening here? Wusste ich! Ich habe eine Taschenlampe! Edgy Badge! Ah! Na, wo ist denn der Fernseher, aus dem du rausgebrochen bist? Give me my child. Der Kind! Ah! You're driving yourself crazy, right? Aber ich krieg's am Wochenende, wir hatten das ausgemacht. Was ist denn jetzt noch mit dem Kind? Och nee, Alter. Warum ist das immer so ein psychological Horror Games? Warum ist dann immer irgendwer schwanger, Alter? Nein. Na, ja, das das durchkreuzt jetzt einfach sehr viele Pläne. Okay. Ich bring das letzte Ding an und dann mal gucken, was passiert. No! Was? Wo ist das denn? I made it. Now the water should be gone. Sam, I'm coming. Was für ein Wasser? Ich hab gar kein Wasser gesehen! Wait! Ach, da drüben muss ich hin. From the illusion. Ich muss wegrennen? What do you mean? Nothing you experience here is real. Ach, was? Stop talking nonsense. I have to save Sam. Sam is not real. Wetten, die lebt nicht mehr. Die lebt nicht mehr, ne? Das ist glaube ich, der Clou hinter allem. Ach, ich habe gar nicht hinter die Tür geguckt. Ich wusste gar nicht, was da war. Deswegen haben wir das gemacht. Ich dachte, das öffnet auf ominöse Weise die Tür oder... Keine Ahnung. Wo ist denn das? Wo fließt denn das ab? Ach, hier. Okay. Raus hier, Alter. Ich benutze nie wieder eine Toilette danach. Oh. Das hat mich erwischt! Oh mein Gott! Okay, das war gut. Das war gut. I am innocent. It wasn't my fault. I did something bad. I know that, but it wasn't my fucking fault. I'm innocent, and that's why the judge acquitted me. I hate this life. I hate myself. I don't even know why I'm still alive. The accident should have just killed me. That would have allowed me to just escape all of this, but something is stopping me. I can't just take my own life. What would happen to Sam?
Der, ja. I want to be someone Sam can be proud of. Seine Schwester ist so das Einzige, was ihn noch im Leben hält. Er hat irgendetwas getan, was Schlimmes, aber es ist nicht seine Schuld. Das heißt, etwas hat ihn dazu getrieben, aber seine Krankheit, das war ja vorher scheinbar schon da, aber das ist vielleicht nicht unbedingt die Antwort. Das wäre auch ein bisschen zu simpel. Okay, es gibt 5 Chapters insgesamt. Ich wünschte mir bitte, dass es nicht weiter so gedragt wird, weil das, was man erzählen will, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so komplex. Und ich verstehe, atmosphärisch, man möchte das sich entwickeln lassen, man möchte das vielleicht auch irgendwann dann twisten, wenn man es in eine Richtung gelenkt hat. Aber ich brauche dieses langgezogene Fetch-Quest-Gameplay einfach nicht. Das unterscheidet das Spiel nicht von ganz vielen 0815-Horror irgendwie. Und es ist auch dann nach einer Dreiviertelstunde, du hast dich satt gehört an diesen Sounds, an dieser Umgebung so. Es war okay, es war halt trotzdem hier halt relativ kurz, aber die haben schon eine andere Umgebung reingepackt, das ist dann in dem Falle schon okay, aber man hat sowas halt dann auch einfach zu oft gemacht und zu oft gesehen, also da wünsche ich mir irgendwie ein bisschen den Fokus anders. Ich freue mich dennoch auf Chapter 4, ich werde es weiterspielen, allein schon, weil ich darauf gespannt bin, was da noch passiert und was sich herausstellt. Könnt ihr gerne eure Meinung unten da lassen und einen Daumen nach oben, würde mich riesig freuen und dann danke ich für euer Zuschauen und bis dann.